Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da sitzt früh am Morgen unsere kleine Samira und ist schnell noch die Hausaufgaben am Machen, bevor es dann in die Schule geht. Ja. Wir haben im letzten Part Mama genommen, also Anna, und haben der lieben Samira mal eine gute Nachtgeschichte zum Einschlafen erzählt. Ja, das war sehr hübsch. Und ja, ansonsten haben wir uns irgendwie drum gekümmert, die Leute hier irgendwie zu versorgen und ins Bett zu bekommen. Irgendwer ist auch schon wieder wach. Ja, das sehe ich doch. Melissa hatte noch mal versucht, irgendwie Infos über PC, E-Mail, Blogs und sonstiges rauszubekommen, was jetzt Sache ist in puncto Elmar. Leider haben wir nichts finden können. Ist halt, wie es ist. Im Moment ist er verschollen. Keiner weiß, wo er steckt. Er ist nirgends gesichtet worden. Es gibt keine Berichte, keine Meldungen von wegen im Krankenhaus gelandet oder sonstiges, was ja gut ist. Aber für Melissa ist das halt in dem Sinne wieder schlecht. Dann wollte sie sich bei Lupo ausheulen, weil es halt keine Fortschritte gibt. Ja, ich dachte erst, ich hätte ihn eingeladen, aber im Nachhinein habe ich gesehen, ich habe den einfach zu einer unmöglichen Uhrzeit angerufen. Er hat sich beschwert, man solle ihn doch bitte nur anrufen, wenn's Haus brennt. Also um solche Uhrzeiten. Und das war's dann eigentlich. Und ja, dementsprechend kam das nicht so gut an. Das heißt, wir lassen jetzt unsere liebe Maus ein bisschen schlafen und gucken dann mal. Das Blöde ist, dass hier die Schuhe so dabei sind. Und das sieht aus, als wären Schuhe mit offenen Dingsbums. Geht das da? Ich glaube, das geht besser, ja. Wenn man auf die Schuhe achtet. Ne, was mir manchmal pieps egal ist. Sieht das gut aus? Es sieht aus, als hätte sie keinen nackigen Bauch. Ah, okay. Nehmen wir jetzt mal das. Das ziehst du jetzt mal an. So. Weil wir haben Winter, ne? Ja, jedenfalls habe ich vor, Melissa jetzt noch ein wenig schlafen zu. Ach, das ist momentan dein Abendkleid, ne? Ein bisschen unpassend. Pass mal auf, im Winter würde doch sowas bestimmt auch gut aussehen. Ja, es ist so ein bisschen buschig und bauschig und ja gut, Abendkleider müssen nicht warm halten, die müssen einfach nur hübsch sein und das ist im Moment hübsch. So, nimmst du. Weil mit dem Brautkleid ist ein bisschen, ja, das brauchen wir nicht mehr. So, das hast du momentan an, das ist eigentlich auch ganz okay. Ha, wobei der Bauch, wenn du joggen gehen wolltest, wird's dir aber echt kalt. Wie wär's denn mal damit, oder? Das Rosa steht dir nicht mehr so, oder? Ich glaube, das sieht besser bei dir aus. Ja, ich nehme jetzt mal die Farbe. Kann man ja immer anpassen. Ja, so, jetzt muss ich natürlich bei jedem wieder gucken, dass er die richtigen Sachen anzieht. Das ist passend, das ist okay, das darfst du behalten. Hält auch schön warm. Von mir aus. Gut. Was hast du noch? Beeil dich mal, Mädel. Will ja auch noch andere Dinge tun. Badeklamotte. Im Winter? Ja, dann vielleicht so ein bisschen mehr. Oben und unten. So ein bisschen. Da ist der Bauch noch ein bisschen bedeckt. Das ist auch nicht verkehrt. So, nimm das mal. Mal was anderes. Ab und zu muss man auch mal die Badeklamotten erinnern. So, das Kind ist am Spielen. Dann hat's die Hausaufgaben gemacht, oder? Ja, das ist in Ordnung. Kannst du lassen. Oder willst du jetzt unten drunter lieber schwarz tragen? Okay. Wie gesagt, sie möchte schwarz tragen. Auch in Ordnung. Was mir meine Sims alles so erzählen, ne? So, das ist ein bisschen frisch luftig. Das war im Herbst ganz okay. Aber jetzt im Winter, wenn es anfängt zu schneien, ist das blöd. Das Ding mit dem Grau oben, ich glaube, das steht ihr besser. Ja, ich finde einfach, das steht ihr besser. Dann nimmst du das. Schön warm einmummeln. Genau. So, und dann zieh dich mal an. Und dann kannst du ja vielleicht mit deiner Tochter noch. Wo ist sie denn jetzt? Ich höre sie hier irgendwo. Da. Über Hobbys reden oder so. Reden. Über Hobby. Spiele. Da. Kannst du mal mit deiner Tochter reden, die gerade auf dem Weg in die Schule ist. Ja, gut. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Hobby reden. Komm. Dann fütter die Fische. Nee, nicht säubern. Fische füttern. So, das wollte ich machen. So, ich muss mal kurz jetzt kontrollieren, wer überhaupt wach ist. Sie schläft noch. Das muss auch sein. Er ist auch noch im Bett. Musstest du heute arbeiten? Ich glaube nicht. Nee, du hast frei. Sehr gut. Alex ist auch im. Nee, ist nicht mehr im Bett. Mist. Wo ist er denn?
Hallo Alex, huhu. Da. Wo ist er denn? Alex? Ah, bei deinem Bruder im Zimmer. Der ist auch schon wieder wach. Okay. Pass mal auf, dann machen wir deine Klamotte auch gerade. Outfit zusammenstellen, Alltag, Kleidungsstil. Gucken wir den ganzen Kram auch mal wieder durch. Wir kleiden euch mal wieder alle ordentlich an, dass ihr hier nicht im Winter friert und so, ne? Und danach darfst du, ja, Dinge tun. Während wir könnten jetzt schon mal Pollux dahin tun und sagen, Moment, warte mal, lass mich mal schnell Pollux noch ans Meerschweinchen schicken. Bitte einmal Happo füttern und spielen mit. Das kannst du alles machen, während Alex hier nach seinen Klamotten guckt. Bätsch. Ja. So, wir haben Winter. Also das ist für den Winter echt ein bisschen frisch. Was willst du denn im Winter tragen? Wir könnten dir sowas anziehen. Ich glaube, bei dir käme das hier eigentlich am besten. Ja, das sieht immer am schicksten aus. Komm, das kriegst du an. Dann bleibt das andere für deinen Bruder übrig, ne? Das ist dein Outfit momentan? Ja, warum nicht? Oder? Was ist das da für einer? Der ist hässlich. Nee. Sieht auch nicht so gut aus. Der blaue würde dir aber auch noch ganz gut stehen. Aber gut, okay, du wolltest den haben, dann zieh den an. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Das ist momentan deiner. Okay. Ja, ist in Ordnung. Das kann man lassen. Ja. So, das ist ein bisschen oberkörperfrei im Winter. Bisschen schlecht. Wie steht dir denn das? Och, das sieht doch auch schick aus. Komm, den kriegst du. Kriegst du den lilanen? Etchi-Betsch. Lila, die letzte Versuchung heißt Alex. du hast genau die gleiche Badehose an wie Gerd auch. Es ist einfach die schönste. Deswegen belassen wir das auch so. Die haben dann alle die gleiche an. Aber wen juckt's, ne? Also wir müssen da nochmal nachkaufen. Also, ne? Das, finde ich, passt natürlich zu unserem Don Juan. Sehr gut. Schicke Unterwäsche. Kann man lassen. So, was ziehst denn du obenrum an? Du hast auch momentan noch diesen Mantel. Ich weiß ja nicht. Das sieht bei dir ganz gut aus, oder? Zeig ich mal. Oder dann doch lieber das in Gelb. Kontrastiert so schön mit deiner. Ja, komm, nehmen wir dich mal in Gelb als Signal, Mensch. Da. So, das ist gut. Und Pollux kümmert sich tatsächlich um sein Schweinchen. Das ist hübsch. Dann mal abziehen, benutzen und duschen. Wie sieht's denn aus? Musst du auf die Arbeit? Ja, um 15 Uhr musst du auf die Arbeit. Sehr schön. So, wie weit bist du? Du hast gefüttert, aber noch nicht gespielt. Okay. Spielen ist überbewertet, dann kommst du jetzt auch mal hierher und kriegst deine Klamotten angezogen. Ja, alles gut. Gucken wir mal, dass das alles hier so seine Ordnung hat. Und dann seid ihr wieder ordentlich angezogen. Die Kugula. Weil das geht ja so nicht, ne? Ja. Ihr tauscht gerade die Schlafanzüge, sehe ich. Ah, das ist momentan dein Outfit. Ah, da bist du ja schon warm angezogen. Wusste ich gar nicht. Haben wir hier noch was? Ja, das wollte ich dir eigentlich anziehen. Genau das. Jo, komm, das ziehst du jetzt auch an. Oh, Alex, hast du jetzt die Toilette wieder geschrottet? So, das hat er an. Ah, ja, das ist der andere Anzug. Genau. Jo, das passt bei dir doch auch ganz gut. Oder willst du jetzt mal den da anziehen? Im Blau. Oh, yeah. Ja, komm, mach du mal blau. Werd du mal blau. Ist in Ordnung. Auch mal ab und zu die Anzüge untereinander wechseln, damit nicht jeder immer das gleiche anhat. So, du darfst jetzt mal den grünen Anzug anziehen. Jogginganzug, der passt gut zu deiner Hautfarbe. Ja, und dadurch darfst du jetzt auch grün. Nee, das ist schwarz. Ach so. Ah, ja. Okay, ja gut, warum nicht, ne? Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, cool, steht dir. Der schwarze Schlafanzug.
Du hast das lilane Höschen. Ernsthaft, ausgerechnet das lilane. Wie sieht denn das grüne aus? Das sieht besser aus, glaube ich. Also, wenn schon, ja, dann das. Müssen euch mit echt nochmal mit Badeklamotten eindecken. So, das finde ich bei dir passender. So, du kriegst jetzt die Hose. So, und dann noch obenrum Outdoor-Klamotte. Da habe ich für dich das im Kopf. Ja, warum hast du eigentlich immer noch diese Mütze auf? Ist die Mütze extra im Winter? Ich weiß es nicht. Es wundert mich ein bisschen. Aber lassen wir ruhig so. So, alle angezogen. Ey, ist ja cool. So, und jetzt bist du fit. Jetzt darfst du hier nochmal mit Happo spielen. Während Alex, bitte, wenn er geduscht hat, hier die Dings reinigt, ne? Einmal reinigen, säubern, abziehen und ja, aufwischen musst du nicht. Das macht die Hausfrau. Also die Putzmamsell. So, Anna habe ich umgezogen, Alex habe ich umgezogen, Pollux und Gerd, glaube ich, auch. Die einzige, die jetzt noch neue Klamotten braucht, ist Melissa und Samira. Sehr schön. So, dann können wir ja mal gucken, was die hier so machen. Ja, du schläfst noch ein bisschen, das ist in Ordnung. Ja, du musst noch mal mit Lupo telefonieren, wenn er denn auch wach ist. Und ja, gut, du hast zu tun. Was machst du gerade? Du liegst auch noch im Bett und schläfst. Ernsthaft? Wieso? Du warst doch schon wach. Ach, und du bist auch noch da. Stimmt. Warum legst du dich jetzt da so hin? Nee, pass mal auf. Rede doch mal mit deiner Frau. Über Hobbys. Wie wär's denn über das Hobby Fitness? Und einfach mal so ein bisschen witzig sein und vielleicht mal lieb haben und überhaupt, es ist hellichter Tag, ihr könnt doch auch noch andere Dinge tun. Ne? So. Hatte ich, glaube ich, schon. Ja. So was. Wenn Anna mal aufhört, Tai Chi machen zu wollen. Das ist nämlich gerade ein bisschen kontraproduktiv. Ich habe besseren Sport für dich, Mädel. Wenn dein Mann sich bewegt. Nein. Komm, dein Schatz will was von dir. Ja, genau. Einmal überkreuzen und dann Zeit für Schatzi haben. So, was machst du? Du bist das am Machen und du? Ah, du hast gerade nichts zu tun. Okay, wer kommt denn da? Ach, unsere Putzmamsell. Gut, Putzmamsell ist da. Was mache ich denn jetzt mit dir? Du willst wandern gehen. Du willst einen Blog über Natur schreiben. Apropos Natur, ja, du musst noch runter, ne? Hab dich gar nicht angezogen eben. Gut, dann zieh dir doch mal was an, bitte. Und dann gucken wir doch mal direkt. Ach ja, deine Bäume sind ja momentan außer Gefecht. Aber alles andere kannst du dich bitte drum kümmern. Also mal viele pflegen. Hier gibt's was zum Ernten sogar. Sehr schön. Da hinten ist auch zu ernten. Also viele pflegen. Gibt's was zum Einsprühen? Nee. Und da auch nicht. Gut, also einfach erstmal alles pflegen. Gute Sache. Sehr gut. Und du bist fit? Ja. Was willst du mit Habbo? Auch spielen mit. Okay, ist in Ordnung. Oh, wir haben Post gekriegt. Gut. Ja. So, dann macht mal da unten ihr. Zwei Süßen. Ja, und du willst wieder einen neuen Roman schreiben und ein Bild malen und keine Ahnung was noch, ne? Ja, demnächst kriegst du ganz neues Material für Romane. Warte mal ab, du. Was da wieder alles Neues passiert, was dich wieder auf Ideen bringt. So, du gehst hier entspannen und du gehst da entspannen und Abmarsch. Usch, usch. Geht mal da rein, ist ja jetzt egal, wer wo liegt. Ist ja wurscht. Aber wenn ihr schon mal Zeit füreinander habt, ne? Kind nicht da und nix und dann könnten wir doch mal ein bisschen schön haben. So, bitteschön. Viel Spaß euch beiden. So, bist du jetzt mal wach? Ja, du musst jetzt mal aufstehen, Mädel. Das geht so nicht. Ich hab noch was mit dir vor. Mir läuft ja die Zeit weg. Bitte einmal Outfit zusammenstellen. Du hast nur noch das eine? Nee, komm jetzt. Abendkleidung und Sport. Hast du keine Outdoor-Klamotte mehr und nix?
Ach, seit sie gestorben ist, habe ich mich wirklich um kaum noch was gekümmert bei ihr. So, das ist das, was sie momentan trägt. Ah, ja, doch, guck. Sie hat doch noch ein bisschen was. Hast du hier noch irgendwas Interessantes, Warmes? Nee, eher nicht. Okay, dann würde ich sagen, du ziehst dich jetzt mal ganz schick an. Weil, für das, was wir da so vorhaben, naja, das ist, da ist schön warm drin, ne? Das sieht gut aus, das ist etwas wärmer. Oder willst du das anziehen? Ah, das sieht auch warm aus. Da hast du hohe Stiefel an. Ja, doch, ist vielleicht besser. Ziehst du das an? Okay, nehmen wir das jetzt als Alltagsoutfit. Soll mir recht sein. So. Als Abendkleidung würde ich dir das empfehlen. Da hast du so eine schicke kleine Stola drüber, die dich vielleicht an den Schultern ein ganz klein bisschen aufwärmt. Irgendwie siehst du lustig aus, Madame. Ich weiß ja nicht. Wo hast du dein Hexenoutfit hin? Mensch. Ja, und das ist ein bisschen kühl im Winter. Also, nee, da musst du jetzt wieder den anziehen, auch wenn der nicht so hübsch ist. Ja, und Outfit, ja. Ja gut, dann. Du hast Outdoor-Kleidung. Okay. Musst du was haben. Ja gut. Dann hast du halt eine Outdoor-Kleidung. So, und jetzt müssen wir uns mal ranhalten. Du kannst ein letztes Mal von mir aus, bevor dich hier wirklich die Verzweiflung übermannt, kannst du noch mal die E-Mails abrufen, noch mal kurz in den Blog reingucken und noch mal kurz recherchieren, ob du doch irgendwo was entdeckst. Dann wird Lupo angerufen und dann wird gesagt, hier, ich bin verzweifelt, helf mir. Ne? Naja, können wir alles mal. Was willst du denn hier machen? Computerspiel spielen, ja. Siehste, keine neuen E-Mails. Ja, so ist das. So ist das. Hallo du, was hast denn du schon wieder vor? Schmutzige Witze erzählen? Nein. Entschuldigung. Dann lasse ich dich mal deinen Garten hier bemachen. Und, ja, denke, du machst das. Oh, guck mal, der Pflanze geht's richtig gut. Bitte einmal ernten. Wobei ich manchmal auch überlege, ob ich das überhaupt noch ernten soll oder ob wir die Ernte nicht eher verkaufen sollten. Aber gut, ich ernte jetzt einfach nochmal, dann können wir auch mal. Ja, dem Ding geht's auch gut, das kannst du auch ernten und dann haben wir sie alle, ne? Ja. Ernte mal die drei Pflänzchen. Dann haben wir da nochmal was für in das Ding. Sag mal, guck mal, ist das Ding kaputt? Ja, das musst du auch mal reparieren. So geht's ja nicht. Das sieht kaputt aus. Das ist nicht gut, wenn das kaputt ist. So. Das machst du. Was macht denn Alex und warum macht er es bei Pollux im Zimmer? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ihr habt doch alle einen PC. Jetzt macht doch nicht immer bei dem anderen im Zimmer damit rum. Oder ist deiner mal wieder kaputt? Nö, deiner ist auch in Ordnung, siehste? Deiner ist doch auch in Ordnung. Du willst Schlagzeug spielen, du willst das machen. Ah, du musst immer noch mit Sabine. Genau, Sabine ist doch der Knackpunkt. Ah, dann guck mal, ob du Sabine anrufen kannst, weil nachher ist das Telefon wieder besetzt. So, und ihr zwei hattet euren Spaß. Das ist schön. Gut, warte mal, wer von euch brauchte mehr? Du. Du gehst und, gehst mal hier duschen. Ja. Und dann geht's runter, irgendwas futtern, würde ich sagen, ne? Dann müssen wir hier mal nach Resten gucken. So, und du, Madame, machst mal die Betten. Das ist nämlich nett, wenn du das machst und ziehst dich wieder an. Du kannst nachher unten oder so auf Toilette. Ist jetzt nicht ganz so tragisch wichtig. Hast du noch ein angefangenes Bild? Nee, hast du gerade nicht. Okay. Das ist jetzt Alex, der seine Sabine anrufen will. Wo hab ich denn die? Die war doch hier vorgerutscht. Da ist sie ja. Cool. Schau mal. Und sie scheint sogar ansprechbar zu sein. Das ist wunderbar. Oh, guck mal, sie putzt also auch die Fische. Ich weiß nicht, ob sie sie auch füttert, aber sie putzt sie immerhin. So, warte mal, wenn du schon da bist, du kommst doch bestimmt gleich hier rein, dann kann ich dir auch mal ein schönes Trinkgeld geben, wenn ich dran denk und so. Ja. Mach das am besten direkt, bevor sie, ne? So. Und dann ziehst du dich um. Hier. Weil mir das gesagt wurde. Immer schön Trinkgeld geben. Ja. Wir sind alle total lieb. Wir sind echt eine Wucht. Glaub's mal.
So, und dann gehst du runter und isst was. Ach so, nee, du hast ja gar keinen Hunger in dem Sinne. Dann warte mal kurz. Dann kannst du doch auch hier oben auf Topf. Jo, genau. Dann kannst du hier auf Toilette gehen. Ah, säubern, mal nutzen. Kann auch mal noch ab und zu selber was machen, ne? So, dann bist du fertig. Ihn habe ich beschäftigt da unten ein bisschen zumindestens. Ihm gefällt die Umgebung nicht. Warum? Was ist an der Umgebung jetzt falsch? Oder ist es, weil da was kaputt ist? Also das Ding scheint zu funktionieren. Hey, wen haben wir denn da? Flo. Ein Flo. Okay, ja gut, das scheint so zu sein. Und du bist noch am Recherchieren und am Gucken, genau. Und immer noch nichts gefunden, ne? Keiner da, kein nix. Oh, die Fahrgemeinschaft für Alex fährt in einer Stunde. Alex, was machst du gerade? Wo bist du? Was tust du? Du hast angerufen. Das ist gut. Dann kannst du ja mal noch ein bisschen Schlagzeug spielen. Oder nee, dann vergisst du das. Das ist schlecht. Schlagzeug spielen ist schlecht. Komm, dann guck du doch mal hier irgendwas im Fernsehen. Schau mal irgendwie da rein. Und so, Melissa hat jetzt lang genug recherchiert und gemacht und getan. Die ruft jetzt auch noch mal jemanden an. Damit wir dann endlich dazu fortschreiten können, was ich vorhatte mit Dupo. Ja, damit das hier in der Story mal weitergeht. Und ich muss bei ihr echt noch mal gucken, was sie noch alles in ihrem Inventar hat und so. Aber ja, gut, das hat Zeit. Sie ist ja da nicht aus der Welt, nicht ganz. So, wir haben noch, nee, wir haben nicht mehr Vormittag, wir haben Mittagessenszeit. Okay, was haben wir denn da? Das sind alles Fischsachen, glaube ich. Das da, Servierplatte, Salat. Das ist gut. Spaghetti haben wir aber auch noch. Gucke mal da. Ah, und da ist auch noch ein Teller. Ja gut, dann isst du mal einen Teller Spaghetti, komm. Wem gebe ich denn die jetzt? Ich glaube Anna, ne? Ah ne, Gerd. Gerd isst einen Teller Spaghetti, okay. Jo, ich höre es schon, das ist Sport oder irgend sowas. Ah ja, mit Sicherheit. So, hier ist Lupo. Mit dem wollten wir noch mal reden, müssen wir uns auch entschuldigen, dass wir so mitten in der Nacht angerufen haben. Warum hängt's jetzt? Also, alles gut. Ja. Sag du mal, tut mir leid, ich habe ganz die Uhrzeit vergessen. Ach, wie schön, Football. Sehr fein, sehr fein. So, was machst du? Du wolltest mit deinem Schatzi spielen. Was, nee, Quatsch. Ja. Hör auf, dauernd Tai Chi machen zu wollen. Echt jetzt. So, Melissa hat telefoniert und geht auch direkt nochmal dran. Da ruft schon wieder wer an. Vielleicht ist es Elmar. Nein, es ist Anton. Anna, wollte ich schon sagen. Nee, ja, du kannst Anna sprechen, ist in Ordnung. Wir hocken uns nochmal hier zu unserem Sohn dazu, machen mit dem mit. Und dann, ja, muss ich mal auf die Uhr gucken. Ach Mist, jetzt ist der weg. Ja, dann guck hier noch ein bisschen. Wo ist mein Uhr? Ach, da. Weil dann glaube ich, wird es Zeit, Taten folgen zu lassen. Jawohl. Unsere Zeit hier ist erstmal rum. Also zumindest für diesen Part. Wir haben alles in die Wege geleitet und müssen jetzt halt mal schauen, was, ja. Die gute Melissa hier in ihrer puren Verzweiflung, weil sie Elmar nicht finden kann, alles tun wird. Sie hat mit Lupo gesprochen. Sie hat mit allen möglichen und unmöglichen Leuten gequatscht. Wer ist denn da im Wasser? Hä? Ist das Pollux? Ah, Pollux ist schwimmen gegangen. Ich dachte eben schon, wieso, was planscht da schon wieder rum? Ja, und dann gucken wir mal, ne? Zu welchen Maßnahmen hier gegriffen wird, wenn man da total verzweifelt ist, im Liebeskummer versinkt und so weiter und so fort und sich einfach gerade nicht zu helfen weiß. Also, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr genauso. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.